admit that on the record. Okay. This weapon is entirely worthless. Gut. Okay. Ich weiß nicht, ob er sterben kann. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn er stirbt. Stalwart prevails! Ich würde sagen, wir schalten erstmal die Himmelsklinge da aus, denn die ist nur nervig. Myra, hau mal den Wappengenossen um. Get back here! So. Landry, du heilst Beric mal über Zeit. Während ich mich den Duck kümmere. I'll take care. Lyra muss geheilt werden. Ich find's komisch, dass mir gerade die Tooltips nicht mehr angezeigt werden. Das war gut. Lyra heilen. I'll take care. Damn thing couldn't pierce cloth. So, ich brülle mal. Landry halt nochmal Lyra. Das bringt nur mir etwas. Haben wir mal die Artefaktfähigkeit raus. Beric. You're not going anywhere. Okay. Keine Heilung mehr, dann heil ich mal. Du meuchel den endlich mal um. Beric, schwäch mal den bronzenen Wappengenossen. So. Lyra heilen. Eisensturm. Nein, ich mach mit Lyra mal tot von oben. I'll tear your skeleton out by your ass. Hab ich doch was mit Beric zu heilen gerade? Nicht wirklich. Komm. Jawohl. Someone staunch my bleeding. Damn thing couldn't pierce cloth. Da muss jetzt erstmal die resolute Klinge weg. Gut. Große Heilungen. Auf sie beide. Das war ich und Lyra. Ich habe zwei Fähigkeiten. Ach ja, die gute und die schlechte. Das ist Zorn der Wüterin. So. Machen wir doch. Das hat jetzt wirklich viel gebracht. Und dann haben wir gleich noch mal das hier hinten raus. What a rush!
Und das war's mit Herodim. Der Regent liegt auf dem Boden blutig und besiegt. Er streckt seinen guten Arm aus und lässt seine Waffen fallen. Wenn ich doch nur Atem übrig hätte, um mich dir zu widersetzen. Doch ich fürchte, meine Kampfkraft hat mich verlassen. Welch ein Augenblick. Der letzte Verteidiger des unbeugsamen Landes wird unter dem Stiefel der Geschmähten zerdrückt. Dimitris strahlt voller Stolz und macht Anstalten, Herodin gegen den Kopf zu drehen, hält jedoch inne. Ich überlasse dir die Ehre. Töten wir diesen Wurm und beenden dadurch endlich das Edikt. Eine Wache von Stredos, eine Frau, drängt sich zwischen dich und Herodin und heißt dich den Helm vom Kopf. Das lasse ich nicht zu. Amalia, bist du das? Dimitris Waffe fällt ihm fast aus der Hand, als er salutiert. Ich hatte dich kaum erkannt. Warum kämpfst du für die Leibwache des Regenten? Salutieren, Graham von Ash beschützt. Sie wirft dir einen vernichtenden Blick zu. Diese Worte höre ich nur noch selten. Wenn du im Dienst meines Vaters kommst, wirst du enttäuscht werden. Ich bin nicht mehr die nordländische Kriegsherrin, die ich einmal war. Sie verzieht allein bei dem Gedanken das Gesicht. Als ich den Konflikt als Unbeteiligte von außen sah, änderte sich mein Blick auf diese Eroberung. Sie blickt dich flehend an. Wir haben uns getäuscht. Kyros hat uns schon vor Jahrhunderten vom rechten Weg abgebracht. Wir sind nach Süden marschiert, um das Werk des Oberherrn zu vollenden, aber... Sie schließt die Augen. Siehst du denn nicht, dass die Stufen unsere letzte Chance sind, alles wieder gut zu machen? Amalia, die Stimme des Regenten nimmt deine sanfte Ton ab. Du musst nichts weiter sagen. Du warst eine Gefangene. Was ist geschehen? Wir haben keine Zeitgeschichten zu erzählen. Sie blickt dich zornig an. Nicht während wir die Klingen gegeneinander richten. Wenn jemand von uns das überlebt, was wohl eher unwahrscheinlich ist, werde ich dir alles sagen. Aber jetzt musst du die Waffe wegstecken und vom Regenten wegtreten. Warum kämpfst du für das unbeugsame Land? Weil das unbeugsame Land die letzte Chance hat, seine Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Weil wir wegen der wahnsinnigen Launen eines Tyrannen in dieses Reich eingefallen sind. Weil aus vielen Gründen. Für den Regenten zu kämpfen ist Hochverrat. Der Regent ist geschlagen, die Festung gehört uns. Wirst du kooperieren? Niemals. Ich weiß, welche Gräueltaten du und Turnus andere Diener uns zufügen würden. Ich weiß, was mein Vater mit Verrätern und Deserteuren macht. Mein Vater. Ihre Stimme überschlägt sich und sie kurz nach Worten. Ich liebe meinen Vater, aber das ist nichts im Vergleich zu meiner... Im Vergleich zu meiner Liebe zum Vater meiner... Amalia, bitte sei still. Stellos blieb verzweifelt zuerst. Es ist vorbei, verstehst du? Ich sterbe. Spare dir deine Kraft für wichtigere Dinge. Er wendet sich mit entschlossener Miene zu dir. Du weißt, dass er zu viel Blut verloren hat, um noch lange durchzuhalten. Ich bin der letzte Regent. Wenn du das Edikt der Stürme beenden willst, dann akzeptiere ich mein Schicksal. Eure letzte Chance, Regent. Beendet ihr das Edikt selbst? Bei Ash und den Geschmähten schwöre ich, euch einen sauberen Tod zu schenken. Ein Jammer, dass meine Befehle nichts von Gnade erwähnten. Es tut mir leid, Regent, es muss geschehen. Ich gebe euch die letzte Chance. Mein Leben beenden, um das Edikt zu beenden? Nein, Schicksalsbinder, das ist nicht unsere Art. Du magst mich stur nennen, aber mein Amt und meine Würde verlangen es so. Wenn du das Edikt so dringend beenden willst, musst du diese Last selbst tragen. Es tut mir leid, Regent, es muss geschehen. Für Ash und den Norden, es ist an der Zeit, diese undankbaren Südländer zu vernichten. Dimitris ballt die Fäuste und nickt dir zu. Bevor du etwas unternehmen kannst, siehst du aus den Augenwinkeln, wie Amalia ihre Waffe hebt. Amalia, halt! Stredos zuckt zusammen, er hat kaum noch Kraft, um zu sprechen. Du musst dein Versprechen halten, weißt du noch? Amalias Entschlossenheit weicht der Resignation. Sie nickt knapp und verlässt den Raum, nicht ohne dir dabei einen mörderischen Blick zuzuwerfen. Amalia verlässt den Raum. Sie kann nicht mit ansehen, was gleich geschehen wird. Töte den Regentenschicksalsbinder. Beenden wir dieses schändliche Kapitel der Eroberung zusammen mit dem Edikt der Stürme. Er blickt Stredos Herodin ein letztes Mal an. Ihr solltet stolz sein, Regent. Im Tod werdet ihr mehr bewirken, als ihr es im Leben je getan habt. Du wirst mir verzeihen, wenn ich anderer Meinung bin, du nordländisches Schwein. Stredos blickt mit Hoffnung und Schmerz in seinen Augen zu dir herauf. Und so fällt der letzte Feind des unbeugsamen Landes. Leb wohl, Regent. Du hebst ein Schwert vom Boden auf und trampst den Stredos Herodin in das Herz. Er ist sofort tot. Stredos Leiche fällt zum Boden und du siehst
so wie das Blut sich lautlos in einer Lache sammelt. Ein Gefühl der gespannten Erwartung liegt in der Luft. Doch die Sekunden verstreichen, ohne dass etwas geschieht. Der Anstieg an arkaner Energie und die spürbare Erleichterung, die du in der Himmelfahrtshalle empfunden hast, bleiben aus. Du hörst den Sturm draußen heulen und erkennst, dass das Edikt weiter Bestand hat. Die Mimis runzelt die Stirn. Der letzte Regent ist tot, doch Kyros Sturm tobt weiter. Was haben wir nur übersehen? Vom anderen Ende der Halle hörst du ein leises Schreien, den Schrei eines Säuglings. Und in dir macht sich eine plötzliche Erkenntnis breit. Ja, wir haben Herodin besiegt. Habe ich Tooltips ausgeschalten? Nehmen wir einfach mal alles mit. Just point me in the right direction. Yes. Und geben erstmal Lyra ihr Level ab. So, Duellantin hat sie 9 Punkte mittlerweile. Dafür bräuchte sie Rausch der Wüterin. Das ist hier oben. Wenn Lyra besiegt wird, greift sie sofort alle Feinde in der Nähe an. Lyra erhält einen Bonus auf leichte Trefferpräzision und die leichte Trefferabwehr. Erhöht Waffenschaden, wenn 2 Waffen eingesetzt werden, deutlich. Na, das ist deutlich. I got it. Irgendwas stimmt nicht, ich spüre es. Ja, und das wird mir jetzt nicht gefallen. Amelia blockiert den Eingang und blickt dich mit Augen an, in denen zwar Tränen stehen, aber auch das Feuer der festen Entschlossenheit ihres Vaters brennt. Sie trägt eine Rüstung der Geschmähten, um dir entgegenzutreten. Bleib von meiner Tochter weg, du bekommst sie nicht. Oh nein, oh bei der Gnade Eichhorn, lass es nicht wahr sein. Beric bedeckt sein Gesicht und heult leise auf. Deine Tochter ist die Erbin des Regenten. Nun, da du Streus Hirundin getötet hast, ist sie es. Amelia richtet sich auf und blickt dich zornig an. Sie hat nichts mit Kyros oder dem Edikt zu tun. Du hast kein Recht, sie nur wegen ihres Blutes zu verurteilen. Und wie ist das möglich? Muss ich es dir haarklein erläutern? Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten, wie es geschehen kann. Manche sind deswegen verwirrt. Zuerst. Lyra hebt ein Bein über ihren Kopf, aber du deutest ihr mit einer Geste aufzuhören. Meine Vereinigung mit Stredos dem Jüngeren. Selbst im Augenblick der Erinnerung legt Amelia ihre kriegerische Entschlossenheit nicht ab. Er hat mir hinter diesen Mauern Güte gezeigt und mich viel über das unbeugsame Land und die Stufen gelehrt. Über die Kultur und das Vermächtnis, die dieses Volk zum Stolz des Reiches gemacht haben. Er starb im 3. Jahr der Eroberung. Ein Speer der Geschmähten nagelte ihn an dem Boden fest, den er zu verteidigen versuchte. Und er stand nie wieder auf. Wusstest du, dass das Edikt dadurch verlängert wird? Wir nahmen an, dass sich die Blutlinie meiner Tochter in Kyros Augen schuldig macht, aber bis zu diesem Augenblick wusste ich es nicht mit Gewissheit. Schüttel im Kopf. Verlange nicht von mir, den herzlosen Plan des Oberherrn zu interpretieren. Ich habe nichts für dieses Edikt übrig, falls du das fragst. Es hat ein nobles Reich zerrissen, hat das Fundament seiner Kultur zertrümmert und unzählige Leben zerstört. Sie seufzt tief und lang und ihr intensiver Blick erhärtet sich. Aber ich habe dem Volk des unbeugsamen Landes gegenüber eine Verantwortung, sein Vermächtnis und seine Führung zu bewahren. Mein Vater und die anderen Archonten haben diese Nation zerstört. Meine Tochter und ich, Amelia, blickt zu der Wiege und kann dann schnell wieder zu dir. Wir können helfen, sie wieder aufzubauen. Was für ein naiver Gedanke. Ich hätte Besseres von dir erwartet, aber das zeigt nichts als Verachtung für alles, was die Geschmieden in der Eroberung erreicht und geopfert haben. Dimitris schüttelt missbilligend den Kopf. Der Regent blieb zu ihrem Schutz in Wachplatz. Das Edikt zu schultern war seine Verantwortung, nicht die ihre. Sie neigt herausfordernd den Kopf. Meine Tochter wird Kyros Eroberung nicht zum Opfer fallen. In ihren Adern fließt das Blut des Nordens und niemand hat das Recht, ihr das Leben zu nehmen. Beruhige dich, Amelia. Es muss einen anderen Weg geben. Einen anderen Weg? Dimitris schüttelt traurig den Kopf. Amelia hat der Legion ihren Rücken zugewandt. Der General hat keinen
eine Verwendung für jemanden ohne Loyalität, egal wessen Blut in seinen Adern fließt.